Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch Angst von Lance Butters in der Vinyl Edition. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Vinylinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zum Vinyl, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Lance Butters mit Angst, das Ganze am 12. Oktober diesen Jahres erschienen, also vergangenen Freitag. So sieht das Ganze aus. Wir werden mal die Folie abmachen und uns dann im Detail ansehen. Allerdings, bevor wir die Folie entfernen, haben wir hier noch einen Aufkleber auf der Folie. Und zwar lesen wir hier Lance Butters Angst. Das Ganze hier vorne angebracht. Nachdem wir das zur Kenntnis genommen haben, werden wir die Folie mal öffnen. Beziehungsweise die Folie abmachen und die Vinyl öffnen. So. Dieses Album ja leider nicht als Box erschienen, aber immerhin als Vinyl. Und genau die stelle ich euch jetzt vor. Also, wir haben hier auf dem Cover ziemlich groß abgebildet die Maske von Lance Butters, wobei man sagen muss, die neue, die überarbeitete Maske von Lance Butters, denn es gab ja einen Image, beziehungsweise was heißt Imagewechsel, einen Outfitwechsel, was die Maske betrifft. Diese wurde ausgetauscht und sieht jetzt so aus, also in meinen Augen irgendwie deutlich böser und nicht mehr ganz so Iron Man mäßig. Ansonsten hier nichts weiter zu sehen. Auf der Seite haben wir dann hier den Interpreten und den Albumtitel. Also von der Seite wahrscheinlich besser zu lesen. Lance Butters Angst. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Und zwar haben wir hier insgesamt 14 Tracks. Wir haben, soweit ich informiert bin, keinerlei Features. Und alle Tracks wurden produziert von A zum J. Dann haben wir unten noch einen Barcode und die Credits. Und darüber dann noch ein Schwarz-Weiß-Foto von Lance Butters, hier mit Haube und natürlich der Maske. Dann schauen wir mal hinein. Wir haben hier die Vinyl. Jetzt schaue ich noch, jawohl, wir haben nämlich auch noch die CD mit dabei. Ansonsten hier nichts weiter drinnen. Machen wir mal zur Seite. So, wir haben hier einmal die CD. Und zwar ist diese interessanterweise komplett glatt in schwarz gehalten und auch nicht irgendwie beschriftet oder bedruckt. Wir haben hier wirklich zwei glatte schwarze Seiten. Habe ich in der Form auch noch nie gesehen. Sieht echt mächtig aus. In der Mitte dann noch ein blauer Ring zu sehen. Okay. Diese kommt in einer Plastikhülle, in so einer Klarsichthülle. Sieht dann so aus. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich bin kein großer Fan von diesen Klarsichthüllen. Allerdings, bei den Vinyls ist es immer zu verzeihen, weil da nicht viel Platz ist, um da irgendwie jetzt großartige Cover reinzumachen. Aber in dem Fall hätte ich dann doch ein Digisleeve, eine Papphülle bevorzugt. Aber ja, es ist auf jeden Fall schön, dass überhaupt eine CD mit dabei ist. Und dann haben wir hier zwei Vinyls. Wir haben hier einmal die Vinyl in weißer Hülle, in so einer weißen Papierhülle. Und die Vinyls, die gefallen mir richtig gut, denn die sind nicht so klassisch in schwarz, wie man das normalerweise kennt, sondern in so einer hellgrau durchsichtigen Optik. Hier lesen wir Lance Butters Angst A, also das hier die A-Seite. Dann haben wir die B-Seite, sieht dann so aus, also das Ganze, bis auf diese sehr gelungene Färbung hier der Vinyl, doch sehr schlicht gehalten in schwarz und weiß. Machen wir mal wieder in die Hülle. Und dann haben wir natürlich auch noch eine zweite Hülle und diese beinhaltet dann die zweite Vinyl. So sieht das aus. Das ist die C-Seite und dann haben wir natürlich auch noch eine D-Seite. Nachdem wir 14 Tracks haben, gehe ich mal stark davon aus, dass die Aufteilung ca. 7-7 sein wird, also 3 auf der A-Seite, 4 auf der B-Seite oder eben 4 auf der A und 3 auf der B-Seite und so weiter. Also 7 Tracks pro Vinyl.
Und ja, das war es soweit zu dieser Vinyl. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Vinyl Edition befindet. Diese beiden Vinyls in den weißen Papphüllen mit insgesamt 14 Tracks und dann die CD in dieser Klarsichthülle. Und das alles in dieser wunderbaren Vinyl Edition. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dieser Vinyl bzw. von dem Album? Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Lance Butters unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.